Ich beginne lyrisch und mache dann empirisch weiter und werde ganz wenig, eigentlich gar nicht analytisch und will auch über die Konsequenzen, so ähnlich wie über das Analytische, eher dann in der Arbeitskommunikation eben diskutieren. Wie gesagt, ich fange lyrisch an, nämlich so. Manche meinen, rechts und links kann man nicht verwechseln. Welch ein Irrtum. Sie kennen Ernst Janitz' konkrete Poesie aus dem Jahr 1966, vielleicht sogar so wie ich aus dem Deutschunterricht. Vielleicht sollte man sie heute weiterschreiben, ohne jegliche lyrische Ansprüche, versteht sich. Vielleicht sollte man sie weiterschreiben, wenn man auf den grassierenden Rechtsextremismus unserer Tage zu sprechen kommt. Die ergänzte Strophe könnte dann so heißen. Manche Reihen, Mechts und Ritte kann man nicht verwechseln. Welch ein Irrtum. Ganz im Ernst und nicht nur im ernst-jannischen Ernst, in Abwandlung eines berühmten Horkheimer-Zitats ließe sich sagen, wer von rechts reden will, darf von der Mitte nicht schweigen. Sicherlich unfassbar abscheulich, menschenverachtend, ja mörderisch sind die Taten des NSU-Triebs. Aber die Böhnhardts und Mundlos kommen aus der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft. Ihre Eltern sind, wie im Übrigen auch die von Beate Schäpe, nicht selten studierte Leute. Klar doch, Rechtsextreme in manchen Länderparlamenten und in mehreren hundert Gemeindevertretungen in Deutschland und 20.000 aktive Rechtsextremisten, zumindest nach den Zahlen des Verfassungsschutzes, und 17.000 rechtsextreme Straftaten nach den Daten des BKA und 700 bis 1.000 Gewalttaten jährlich, ebenfalls nach den Daten des BKA gezählt, eine Blutspur mit 180 Getöteten innerhalb der letzten 25 Jahre Rechtsextremismus in Deutschland, all das ist für Demokraten und Demokratinnen zu Recht Anlass zu beunruhigen. Aber reicht die Empörung über die da rechts außen? Nun gut, man kann deren Existenz öffentlichkeitswirksam beklagen, man kann sie politisch-moralisch anklagen, diese Rechtsaußentypen. Man mag manche von ihnen sogar verklagen juristisch oder man mag nach Organisations- und Parteiverbot rufen. Und sicher, sie politisch zu bekämpfen, ist Demokratenpflicht und auch ein Akt der politischen Selbsthygiene. Aber das eigentliche, viel größere Problem wurzelt anderswo. Es wurzelt viel tiefer, nämlich dort, wo der Nährboden für braunes Gedankengut und für rechtsextreme Exzesse ist. Und dieses Areal liegt nicht am Rande der Gesellschaft. Es liegt mittendrin. Und die Gefahr, die von da ausgeht, ist viel größer, viel heimtückischer, weil sie viel weniger leicht skandalisierbar ist. Und auf dieses Areal möchte ich jetzt mit nur deskriptiven empirischen Daten zu sprechen kommen. Also ganz ohne große politische Moralisiererei. Gucken wir mal also nach dem Rechtsextremismus der Mitte. Dazu müsste man zunächst wissen, was man eigentlich unter Rechtsextremismus verstehen will, wenn man das empirisch misst. Da gilt für mich diese Formel, die Sie dort lesen. Rex ist gleich UFO plus Gag. Rechtsextremismus besteht in der Verbindung von Ungleichheitsvorstellungen und Gewaltakzeptanz. Gucken wir mal nur auf die Ungleichheitsvorstellung, also das, was sozusagen im Kopf ist und manchmal auch im auch ist und gar nicht mal so sehr auf die Gewaltakzeptanz heute, dann können wir sagen, dass nach einer sogenannten Konsensformel führender Rechtsextremismusforscher und Forscherinnen, und ich schließe mich dieser Konsensformel an, die folgenden Aspekte wichtig sind, wenn man eine rechtsextreme Haltung untersucht. Antisemitismus, das wundert uns nicht, kennen wir schon aus dem Nationalsozialismus. Fremdenfeindlichkeit, die manche Kollegen und Kolleginnen auch, wie ich finde, fälschlich Ausländerfeindlichkeit nennen.
so etwas wie Rassismus, von manchen auch etwas erweitert Sozialdarwinismus genannt, Nationalismus bzw. nationaler Chauvinismus, schließlich die Befürwortung einer autoritären Diktatur, vielleicht sogar die Befürwortung überhaupt autoritärer politischer Strukturen und schließlich die Verharmlosung des Nationalsozialismus. Wie gesagt, diesbezüglich besteht ein großer Konsens innerhalb der Rechtsextremismusforschung, dass man, wenn man diese Aspekte untersucht, eine rechtsextreme Einstellung messen kann. Gucken wir mal konkret, was bei solchen Messungen herauskommt und gehen wir mal auf die neuesten Daten, die es dazu gibt. Die sind 2014, also in diesem Jahr, erhoben und erst vor kurzem erschienen, von der Universität Leipzig herausgegeben. Decker, Brähler und andere, manche von Ihnen kennen vielleicht diese Autoren als Autoren der sogenannten Mittelstudien von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich werfe nur ein paar Schlaglichter auf repräsentative Daten der Zustimmung zu rechtsextremen Statements in der bundesdeutschen Erwachsenenbevölkerung. Und nehme jetzt mal ein paar heraus, gucken wir mal auf das rechte Statement. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Sehen Zustimmungswerte von über 15%, Osten sogar etwas größer. Volksgemeinschaft, diesen Begriff kennen wir doch auch irgendwoher. So viel zu dem einen Aspekt, Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur. Sie können sich ja die Zustimmungswerte zu den anderen Statements auch noch mal angucken. Kommen wir zum zweiten Aspekt, dem Chauvinismus oder Nationalismus. Gucken wir vielleicht da jetzt mal wieder auf das rechte Gebirge und lassen mal das große gerade weg, also auf die rechten Balken und damit auf das rechte Statement. Da heißt es, das oberste Ziel deutscher Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht. Dass Deutschland eine bestimmte Geltung und Macht zusteht, ich verstehe das gar nicht, aber ein Fünftel der Bevölkerung, mehr als ein Fünftel der Bevölkerung scheint das zu verstehen und findet das auch richtig so und im Osten sogar mehr als jeder Vierte. Ausländerfeindlichkeit, die ich lieber Fremdfeindlichkeit nenne, ja, welches Statement soll man da nehmen? Nehmen wir das mittlere, weil das eines ist, das besonders häufig auch befragt wird, auch in anderen Studien benutzt wird. Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken. Was ich hier frage, wo dann die Heimat eigentlich ist, derjenigen, die da als Ausländer tituliert werden, aber längst Länder mit fremdem Pass sind. Jeder Vierte in Deutschland stimmt dem zu, wie Sie sehen. Und jeder Vierte im Übrigen auch. Gehen wir auf den Antisemitismus. Jetzt nehmen wir mal das linke Statement. Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. Ein mehr als 10% der bundesdeutschen Erwachsenenbevölkerung. Wenn man dann übrigens nachfragt, ob sie denn einen Juden oder eine Jüdin kennen, natürlich nicht. Sozialdarwinismus, wie gesagt von anderen Forschern auch Rassismus genannt. Da gehen wir mal vielleicht wieder auf das mittlere, weil dann die höchsten Zustimmungswerte sind. Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Dass wir eine besondere deutsche Natur haben, ist mir neu, aber jeder siebten bis achten Person in Deutschland ist das nicht neu, sondern die empfindet das so. Und selbst zur Verharmlosung des Nationalsozialismus haben wir noch immer deutliche Zustimmungswerte. Die übliche Frage, die ja schon seit Ende der 40er Jahre sogar gestellt wird, ist die Rechte da, beziehungsweise das Statement, zu dem dann Antworten eingeholt werden, ist vor allen Dingen das Rechte. Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten. Fast jede deutsche erwachsene Person stimmt dem selbst heute noch zu. Nun ist der Rechtsextremismus, so wie er dort definiert wird, inzwischen längst erweitert worden
durch ein paar Aspekte, die Aspekte sogenannter gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind. Insbesondere gehören dazu diese drei Aspekte, nämlich Islamfeindlichkeit, Antiziganismus, also negative Haltung gegenüber Sinti und Roma, und die Abwertung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen, wobei man vielleicht sagen könnte, das ist eigentlich ein Unteraspekt von Fremdenfeindlichkeit. Wie auch immer, die Leipziger Studie von 2014 benutzt dieselben Statements wie die bekannte Heidmeier-Studie, deutsche Zustände heißt das Buch, in dem man es nachlesen kann, von 2002 bis 2012, die jährlich über 10 Jahre hinweg eine erwachsene repräsentative Bevölkerung befragt hat zu Aspekten von Rechtsextremismus, aber eben auch zu diesen Aspekten und zu einigen mehr pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen, auch beispielsweise gegenüber Behinderten, gegenüber Obdachlosen, gegenüber Homosexuellen und so weiter. Das lasse ich jetzt mal weg, beziehe mich nur auf diese drei Aspekte. Und diese Darstellung ist die Darstellung aus der neuen Publikation von der Uni Leipzig, und die vergleichen jetzt mal ihre Daten von 2014, ihre Zustimmungsdaten zu den selben Statements, die die Heidmeier-Untersuchung auch schon seit 2009, seit 2010 und zum Teil seit 2011 erzielt hat. Und Sie sehen, es gibt ein erhebliches Ausmaß von Antiziganismus bei mehr als jedem zweiten, so im Schnitt, der bundesdeutschen Bevölkerung. Und auch eine erhebliche Islamfeindlichkeit oder Antimuslimismus, wie immer man das jetzt auch nennen will, beispielsweise meint mehr als ein Drittel, deutlich mehr als ein Drittel, wie Sie sehen, dass Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte. Und Sie sehen, dass bei der Abwertung von Asylbewerbern es auch ganz erhebliche Abwertung. Für uns ist jetzt besonders interessant natürlich die Frage, wie sieht das in Ländler aus, wenn das bundesdeutsche Daten sind? Wir wissen das leider aktuell nicht. Aber wir haben ein paar wenige Daten aus Studien, die leider schon 10 Jahre zurücklegen, die landesspezifisch ausgewertet werden können. Dies ist eine Studie jetzt, die der Kollege Stöss im Jahre 2003 gemacht hat. Ich glaube nicht, dass sich da sehr viel geändert hat innerhalb der letzten 10 Jahre, aber das muss untersucht werden. Da haben wir eine Forschungslücke in Baden-Württemberg. Hier geht es zu einem Teilaspekt, wie Sie sehen, von Rechtsextremismus, nämlich Antisemitismus. Und wenn wir dann mal gucken, welches Bundesland da ganz vorne liegt, dann ist das das Bundesland, von dem wir schon irgendwie vermutet haben. Aber, oder? Jedenfalls viele von uns. Aber auf der zweiten Stelle liegt Baden-Württemberg, wie Sie sehen, mit 13,3% Zustimmung zum antisemitischen Land. Wenn wir einen anderen Aspekt von Rechtsextremismus nehmen, die Verharmlosung des Nationalsozialismus, dann sieht es sogar noch schlimmer aus, sage ich jetzt mal so. Da gibt es eine schmutzige Goldmedaille für Baden-Württemberg, wie sich Baden-Württemberg nur noch peilen muss mit Mecklenburg-Vorpommern, wie Sie sehen. Also auch die Vorstellung, dass diese Problematik vor allen Dingen im Osten passiert, ist eine vollkommen falsche. Jetzt könnte man noch mal gucken, wie ist denn insgesamt das Einstellungspotenzial einzuschätzen im Hinblick auf den Rechtsextremismus. Auch da wieder eine Studie vom Kollegen Stöss aus dem Jahr 2003, es ist dieselbe Studie, basierend auf einer Forsa-Umfrage. Und jetzt suchen wir mal das Land Baden-Württemberg, finden es irgendwie da im Mittelfeld. Sie haben es jetzt vielleicht, 17% Einstellungspotenzial wurde damals errechnet. Jetzt gucken wir mal, welche Länder da noch drüber sind und sehen ja mit Hessen noch ein Westland, Thüringen, naja, ist Osten, denken wir jetzt mal so, Brandenburg ist Osten, Sachsen-Anhalt ist Osten, Bremen, aha, noch ein Westland, Sachsen ist Osten, Mecklenburg-Vorpommern ist Osten. Sie sehen also, von den Westen liegt hier Baden-Württemberg auf dem 3. Platz. Jetzt könnte man noch mal fragen, wie hoch ist denn eigentlich die Wahlbereitschaft für rechtsextreme Parteien nach Bundesländern verteilt? Auch da haben wir nur die alten Daten von 2003. Da tut sich wieder diese Forschungslücke auf die ich eben schon zu sprechen habe. Und Sie sehen, hier liegt
obwohl die Republikaner gegenwärtig eine Rolle mehr spielen im Landesparlament. Noch interessanter scheint mir das zu sein, nämlich die Frage, was wählen eigentlich Rechtsextreme? Diese Frage hat zum ersten Mal das Sinus-Institut 1979-80 gestellt und ist dann von verschiedenen anderen Forschungseinrichtungen immer mal wieder gestellt worden. Unter anderem eben auch von der Uni Leipzig in diesem Jahr. Und da hat man diejenigen genommen, die manifest rechtsextrem denken, wie heute die Forscher formulieren nicht mehr vom geschlossenen rechtsextremen Weltbild, sondern sie formulieren von der manifesten rechtsextremen Einstellung. Aber wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, diese N gleich 179, die da auftauchen, das sind diejenigen, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild in dem Sinne haben, dass sie auf allen 6 Teilaspekten von Rechtsextremismus zustimmen. Also die sind sowohl fremdenfeindlich als auch antisemitisch, als auch befürworten eine autoritäre Diktatur, als auch Nationalismus, auf allen 6 fünf reichlich. Wenn man diese also verhärteten Rechtsextremen nimmt und dann fragt, was wählt ihr, also was würdet ihr wählen, wenn am nächsten Tag Bundestagswahl wäre, dann kommt das dabei raus. Dass die rechten Parteien, hier sind alle rechten Parteien gemeint, zu 6,3% gewählt werden. Gut, ob die AfD jetzt auch eine rechte Partei ist oder nicht, gut, dann kämen nochmal 6,3 dazu. Und Sie sehen, wo die meisten bleiben. Nämlich bei SPD und CDU und bei der Partei der Nichtwähler. Wenn Sie das zusammenrechnen, kommen 2/3, beziehungsweise ungefähr 50% bei den großen Volksparteien. Jetzt könnte man die Frage auch nochmal umgekehrt stellen und könnte fragen, ja, bei den großen Volksparteien, wie sieht denn da die Zustimmung aus zu diesen Bestandteilen von Rechtsextremismus? Auch das haben die Leipziger gemacht, allerdings in der letzten Untersuchung von 2012 und daraus stammen diese Daten. Also, hier geht es um den Anteil von Personen mit rechtsextremem Einstellungspotenzial unter ParteianhängerInnen. Also, man fragt zuerst, mit welcher Partei sympathisierst du denn? Stuft die dann ein, entweder als Sympathisanten von CDU, CSU oder von SPD oder von FDP und so weiter und guckt dann, inwieweit in diesen Gruppierungen Befürwortungen bestehen für diese Teilaspekte von Rechtsextremismus. Was stellt man insgesamt fest? Natürlich zum einen, dass die Befürwortung bei den Rechten besonders groß ist, da haben wir aber hier nur N gleich 16, also 1 zu 16 Personen. Man kann es nicht lesen. Ah, das kann ich lesen. Okay, dann muss ich das sagen. Entschuldigung. Ganz links sind die CDU-Werte mit N gleich 425. Daneben die SPD-Werte mit N gleich 518. Dann kommt FDP, Grüne und so weiter. Die großen Werte da, die 37, ich gehe da jetzt mal hin. 37,5, 75%, 68% beziehen sich auf rechte Parteien. Ich würde Ihren Blick jetzt nur mal lenken wollen auf die beiden linken Spalten. Die Linke, wie gesagt, bezieht sich auf die CDU und CSU, die Rechte auf die SPD. Und Sie sehen, diejenigen, die mit den beiden großen Volksparteien sympathisieren, bei denjenigen ist jeder 4. bis 5. ausländerfeindlich eingestellt. Jeder 5. chauvinistisch, also nationalistisch eingestellt. Und wir können auch die anderen Daten nochmal vergleichen, zum Beispiel auch bei der Befürwortung der Diktatur, sehen Sie, dass es da im Verhältnis jedenfalls zu den anderen Gruppierungen erhebliche Zustimmungswerte gibt. Offenbar bedienen auch die Volksparteien etwas, was man Rechtspopulismus nennen könnte und was Andreas Zick und andere in diesem Schaubild versucht haben, kurz deutlich zu machen. Nämlich Vorstellungen, dass man ein politisches Sprachrohr bildet für uns hier unten gegen die da oben, aber gleichzeitig ein politisches Sprachrohr bildet für uns gegenüber den, wie auch immer definierten anderen, den Muslimen, den Migranten, den Ausländern, den Fremden, den Juden, den wir eben
Behinderten, den Obdachlosen, den Homosexuellen, wie immer man auch die anderen definiert. Das ist offenbar der Mechanismus, weshalb das funktioniert. Wir haben bisher nur auf Erwachsene geguckt. Im Fokus der Rechtsextremismus-Diskussion, der öffentlichen und auch der pädagogischen, stehen ja vor allen Dingen die Jugendlichen. Von daher sollten wir nochmal fragen, wie sieht es denn da aus mit rechtsextremen Haltungen? Das Problem ist, dass innerhalb der letzten 5 Jahre dazu keine neuen Daten mehr erschienen sind. Diese Daten sind von 2009 und sie sind im strengen Sinne nicht repräsentativ. Sie basieren allerdings auf der größten Jugendstudie, die je in Deutschland gemacht wurde, nämlich mit über 40.000 Neunklässlern in Deutschland, auch in verschiedenen Regionen, unter anderem auch in Baden-Württemberg. Diese Studie hat Christian Pfeiffer gemacht, der ehemalige Justizminister von Niedersachsen, den Sie vielleicht auch aus der Presse kennen. Was stellt er fest? Wie Sie sehen, und ich hoffe, Sie können es lesen, diese Darstellung durch den Beamer ist irgendwie dumm, aber er stellt fest, dass, ich gehe da mal rüber, ausländerfeindlich sind, gut 40%, sehen Sie das da unten? Ja? Nicht ausländerfeindlich, 60%. Er stellt außerdem fest, dass manche von denen, die ausländerfeindlich sind, sehr ausländerfeindlich sind, 14,2%, wie Sie hoffentlich lesen können, und dass manche, die ausländerfeindlich sind, zudem rechtsextremes Verhalten zeigen und auch diejenigen, die sehr ausländerfeindlich sind, noch sogar überproportional rechtsextremes Verhalten zeigen. Und er stellt fest, dass selbst bei denjenigen, die nicht ausländerfeindlich sich zeigen in der Studie, sich rechtsextremes Verhalten zeigt. Insgesamt zeigt sich rechtsextremes Verhalten danach bei 27% der 15-Jährigen in Deutschland. Jetzt sagen Sie, dass das schlimm ist, das habe ich mir gedacht, aber so schlimm. Man muss dazu sagen, dass rechtsextremes Verhalten hier relativ leicht definiert wird. Dazu zählt also nicht nur rechtsextreme Straftaten zu begehen oder sich als Mitglied einer rechtsextremen Clique zu verstehen, sondern rechtsextremes Verhalten, dazu zählt auch rechtsextreme Musik zu hören, Symboliken, die im Rechtsextremismus verbreitet sind, zu tragen, beispielsweise an der Kleidung, und Schimpfworte so zu benutzen, wie sie im rechtsextremen Kontext benutzt werden, an Nacken und ähnliche Art Ausdrücke zu benutzen. Wenn man so also rechtsextremes Verhalten definiert, und ich finde diese Definition nicht falsch, dann kommt man auf 27% und der bundesdeutschen 15-Jährigen, die sich rechtsextrem verhalten, und auf 40%, die ausländerfeindlich sind, kommt man, wenn man mit diesen Statements hier operiert, auf die ich im Einzelnen gar nicht eingehen will. Vielleicht greifen wir nur mal eins heraus, und das wäre jetzt in meinem Fall das 5. oben. Da gilt es, das Statement zu beantworten: Die meisten Ausländer sind kriminell. Dem stimmt 39,2% der 15-Jährigen in Deutschland zu. Das Statement ist ja an sich schon so verrückt, dass man denkt, die meisten, das muss ja über 50%, das kann ja schon gar nicht, und dennoch stimmen 39,2% zu. Damit ergibt sich ein Prozentsatz, der ungefähr so hoch ist wie bei der Ausländerfeindlichkeit überhaupt. Sie sehen, auch der Antisemitismus ist bei Jugendlichen in etwa so verbreitet wie bei Erwachsenen. Und wenn wir jetzt mal auf die Muslimfeindlichkeit gehen, sind diese Statements da weiter unten, die dann zusammengefasst werden, unten in dieser Fact-Zeile Muslimfeindlichkeit auf der Skala, stellen wir fest, dass auch bei den bundesdeutschen Jugendlichen immerhin 37% sich muslimfeindlich zeigen. Besonders interessant finde ich da das Statement, ich hätte ein Problem damit, von einer muslimischen Frau mit Kopftuch unterrichtet zu werden. Dies sagen 58% der Jugendlichen. Wie kommt die darauf? Sie können ja gar keine Erfahrung haben, von einer muslimischen Frau mit Kopftuch unterrichtet worden zu sein. Es ist ja vollkommen undenkbar, dass das irgendwie nur erfahrungsgestützt ist. Das ist ja verboten, das geht ja gar nicht. Es muss also einem erwachsenen Diskurs abgelauscht worden sein, offenbar. Und gerade der höchste Zustimmungswert überhaupt im Bereich von Muslimfeindlichkeit
der findet sich an dieser Stelle. Jetzt bin ich doch schon fast ein bisschen analytisch geworden, aber höre auch gleich auf mit dem Analytischen und zeige Ihnen stattdessen die Folie, auf die ich ganz wenig stolz bin. Nicht nur deshalb, weil ich sie selber gemalt habe, wie Sie sehen, sondern auch deshalb, weil ich diese Folie vor 25 Jahren gemalt habe, ach, ich glaube, es sind schon 27 Jahren, bei einem meiner ersten Vorträge, die ich irgendwo im Ruhrgebiet gehalten habe, ich glaube in Bochum oder in Dortmund, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war ich auf dem Weg von der Uni Bielefeld, wo ich früher gearbeitet habe, zu diesem Vortrag und habe mir gedacht, ach Mensch, eigentlich das, was du denen gleich berichtest, das ist ein Eisbergsymbol. Und ich hatte noch so eine Folie, wie man die früher benutzt hat, so diese Overhead-Folien, noch leer in meiner Tasche und habe dann auf den Knien in dem IC, in dem ich saß, dieses Bild gemacht. Und das, was mich so ärgert, ist, dass ich das heute noch immer zeigen muss. Das zeige ich seit 25 Jahren oder seit 27 Jahren. Und es ist ja klar, was ich damit zeige. Nämlich, dass die Problematik ein Eisbergsymbol ist. Und dass das, was das Schiff der Demokratie, das da angeschippert kommt, in Schlingern bringen kann, ich will ja nicht von Absaufen reden, aber in Schlingern bringen kann, nicht die Spitze des Eisbergs ist, sondern die Massivität des Eisberges, die nicht sichtbar unter der Oberfläche dem Eisberg selber diese Stabilität und diese Gefährlichkeit. Denn eigentlich ist das Eisberg, die Eisberganalogie noch ein Euphemismus. Ich habe in Erdkunde gelernt, dass, haben wir eine Erdkundelehrerin hier vielleicht? Nein, jedenfalls, ich habe gelernt, dass ein Siebtel von einem Eisberg herausguckt. Das ist sozusagen die sichtbare Spitze des Eisberges und sechs Siebtel unter der Oberfläche sind. Wenn ich aber gucke auf das sogenannte rechtsextreme Personenpotenzial, wie der Verfassungsschutz es vermisst, wenn ich gucke auf die rechtsextremen Strafen und Gewalttaten, wenn ich all darauf gucke, dann bewegt sich das im Promillebereich. Also 2,5 Promille der Personen in Deutschland sind im rechtsextremen Personenpotenzial. Ein 3000stel sämtlicher Straftaten in Deutschland werden von Rechtsextremen. Also, wenn ich nur auf diese Größenordnung gucke, dann ist selbst das Bild vom Eisberg noch schön förmlich. Ja, und so viel dann doch noch auch zu dem letzten Teil, zu dem ich was sagen soll, nämlich zu der Frage, und die Behörden? Diese Lösung, da sind wir uns, glaube ich, einigermaßen sicher, ist keine. Welch ein Imtur. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ich fand das eigentlich auch, wenn man sich viel mit diesem Thema beschäftigt, in der Tat beängstigend. Was da an Zahlen vorgespiegelt wird, das hätte ich eigentlich in diesem Maße nicht erwartet. Sind von Ihrer Seite noch Rückfragen fürs Verständnis? Ja. Wird es neue Studien geben, aktuelle Studien? Bitte? Wird es aktuelle Studien geben? Ja, es wird aktuelle Studien geben. Am 20. November oder am 22. November erscheint eine neue Mittelstudie, die also nochmal eine repräsentative Studie ist zur Erwachsenenbevölkerung bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. In der Reihe dieser Mittelstudien, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat sich mit den Autoren der bisherigen Mittelstudien irgendwie entzweit, also Decker und Wähler, deshalb machen die jetzt ihre eigene Studie und publizieren die unter Uni Leipzig, aber Andreas Zick, der Nachfolger ist von Wilhelm Heidmeier als Direktor des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld, wird eine Studie vorstellen am 20. oder 22. November, die fragile Mitte heißt. Studien zum Rechtsextremismus, ich weiß im Moment nicht, wer da eine repräsentative Studie plant. Ich habe nichts davon gehört. Kollegen haben mich neulich gefragt, ob ich da was wüsste,
Kollegen, die eine Expertise gemacht haben und die also selber als Experten und Expertinnen gelten. Und dann hat mich gefragt, ob ich irgendwie was wüsste. Ich musste ihnen sagen, nee, ich weiß nichts. Und er meinte dann, ja, die letzte Studie, die es dazu gibt, ist ja eigentlich ihre. Also ich habe auch nichts anderes registriert. Es gibt natürlich Studien, jetzt weniger quantitativer Art als qualitativer Art. Da machen wir zum Beispiel verschiedene und auch andere Kollegen und Kolleginnen. Ich finde ja, obwohl ich heute diese quantitativen Daten dargestellt habe, aus einer erziehungswissenschaftlichen oder sozialarbeitswissenschaftlichen, vor allen Dingen aus einer sozialarbeitspraktischen Sicht, qualitative Studien noch viel spannender. Zwar ich selber qualitative Studien mache und die längsschnittige. Das heißt, wir gucken danach, wie im Alter zwischen 13 und 15 Jahren sich solche Haltungen aufbauen und wie sie gegebenenfalls auch wieder abgebaut werden. Das finde ich richtig spannend, denn dem Praktiker oder der Praktikerin vor Ort ist relativ wenig damit gedient, ob der Johannes oder die Johanna dazu Klientel, beispielsweise der Besucherschaft eines Jugendzentrums gehört. Eine ist von 37,7%, die muslimfeindlich sind, aber dieser Praxis ist damit gedient, zu wissen, wie die Weichenstellungen in solche Richtung erfolgen und vor allen Dingen, wie man diese Weichenstellungen mittels sozialer Arbeit verändern kann. Von daher machen wir solche Studien, demnächst wird auch eine erscheinen. Im VS-Verlag, die heißt Die kann ich nicht ab, wo wir vor allen Dingen untersucht haben, sogenannte gruppierungsbezogene Menschenfeindlichkeit gegenüber, wir das nennen, gesellschaftlichen Underperformern, also beispielsweise Menschen mit Behinderung, aber auch Langzeitarbeitslosen, gegenüber Homosexuellen, gegenüber Migranten und gegenüber verschiedenen. Nur eine Frage, in dieser Jugendstudie wurde da differenziert zwischen Jugendlichen aus Einwandererfamilien und Nicht-Einwandererfamilien, weil ich vermute, dass also Stuttgart sind über 50% der Jugendlichen sind aus Einwandererfamilien. Wenn ich jetzt die mal rausrechnen würde, was ergibt sich denn dann für die, sage ich mal, urdeutschen Jugendlichen für ein Bild? Ja, das, was ich Ihnen gerade dargestellt habe, waren die Daten für die herkunftsdeutschen Jugendlichen, also für die Deutschen mit biologisch gesehen deutscher Abstammung. Es gibt allerdings auch inzwischen schon Daten für Jugendliche mit sogenanntem Migrationshintergrund, ich mag das Wort nicht, aber wie auch immer, also mit Jugendlichen, die eine Sozialisation haben, die eine Migrationsgeschichte beinhaltet. Und da sehen die Daten nicht wirklich besser aus, zum Teil sogar noch schlimmer. Aber dieses Fass will ich jetzt heute gar nicht aufmachen. Aber damit doch andeuten, dass wir das Problem der gruppierungsbezogenen Ablehnung gegenüber Minderheiten nicht nur als eine des weißen deutschen Rechtsextremismus sehen dürfen. Damit tun wir auch den belasteten Jugendlichen aus Migrationsfamilien keinen Gefallen. Erwachsenen-Diskurs übernommen werden.
an dieser Stelle wird sehr deutlich, dass wir die Problematik nicht nur mit der Zielgruppe Jugendliche oder Kinder lösen und nicht lösen können, ohne dass wir diese gefährlichen Sozialisationstransmissionslinien unterbrechen. Das würde bedeuten, wir müssen viel stärker, als wir dies bisher tun, in den Erwachsenendiskurs bringen. Wie das passieren kann, dazu gerne heute Nachmittag in der Arbeitsgruppe. Ich wäre sehr interessiert, Ihre Erfahrungen darauf zu hören. Noch zwei Fragen. Wir nehmen die beiden zusammen. Also ich habe jetzt einiges gehört. Am interessantesten war für mich aber, was die Opferanwälte gesagt haben. Alles andere, was ich hier gehört habe, kommt mir etwas abstrakt vor. Und die Haltung der Polizei, was der Anwalt vorher sagte, was man hier im Umfeld irgendwelche Täter sucht, dass man Opfern unterstellt, sie seien im kriminellen Umfeld gewesen. Das sind so Punkte, die für mich interessant sind. Oder auch der Umgang der Polizei mit Leuten. Es gibt ja Rechtsextremisten, die aussteigen wollen aus der Szene, die den Ausstieg nicht finden. Es gibt Leute, die im kriminellen Umfeld sind, sie wollen aussteigen, finden den Ausstieg nicht. Warum? Es liegt an dem ruhigen Umgangston, den die Polizei gegenüber diesen Menschen anschlägt. Oder die Opfer, die noch weiter gedemütigt werden. Ja, das sind alles Punkte, die hier zu wenig herausgearbeitet werden und deswegen sprechen wir auch so wenig Leute an. Ich sagte, weil dieser Herr hat jetzt auch gesprochen. SPD und CDU vermutlich bekannt sein und sie werden sie auch möglicherweise in eine Taktik einbauen. Das ist jetzt vielleicht eine rhetorische Frage, aber ist Ihnen dazu was bekannt? Mir fällt bei SPD halt nur ein, dass Sie den Herrn Sarrazin nicht ausgeschlossen haben. So, mal aber. Ja, diese Daten sind eigentlich gar nicht so neu. Also die weiß man nicht erst seit 2014, die weiß man schon seit ein paar Jahren länger. Ich habe vor 2 Jahren, ich erinnere mich gerade, diese Daten, die damals dann noch ältere Daten waren, im Prinzip aus gleich herauslaufen, auch mal bei einem Vortrag im Saarland wiedergegeben. Das war, glaube ich, der Vortrag anlässlich der Etablierung des Beratungsnetzwerkes gegen Rechts und Wahlen. Genau, jetzt erinnere ich mich. Und deshalb waren da auch viele so politische Innovationen im Publikum, unter anderem die Ministerin. Zwischen Ministerpräsidentin González, aber auch jemand aus der SPD und der ist dann nachher zu mir gekommen und hat gesagt, ja, das ist ja schon schlimm, was Sie da gezeigt haben, aber kommen Sie mal zu mir in den Ortsverein. Und ich weiß nicht, hat dieser Kollege da aus dem Ortsverein, ist der Ortsvereinsvorsitzende gewesen, sich dann herausgestellt hat, und ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Weil allein ausschließen reicht auch nicht und ich weiß nicht, wie ich das thematisieren soll. Und ich glaube, das steht an, dass die Volksparteien selber nach innen hin das Problem Rechtsextremismus thematisieren. Sie tun es bisher nach außen hin. Sie zeigen auf die da rechts außen. Der Rechtsextremismus, das sind immer die anderen. Aber rechts ist in uns. Auch sogar in uns, wir hier sitzen. Aber rechts ist sozusagen in der Mitte der Gesellschaft und ich glaube, dass fast 100% derjenigen, die jetzt hier in diesem Raum sind, in die Mitte der Gesellschaft gehören. Also einen integrierten Teil dieser Gesellschaft gehören, zumindest 90%. Und auch hier ist der Rechtsextremismus zu Hause. Und das zu begreifen und das selbstkritisch einzugestehen, nicht schwierig und etwas dagegen zu unternehmen, noch schwieriger. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn die Parteien nach innen gucken. Ich sehe solche Initiativen jedenfalls bundesweit bislang nicht, hoffe aber, dass sie ergriffen werden. Die kurze Frage.
Professor Müller, ich hätte eine Frage zum Thema Ausländerfeindlichkeit. Zum einen wäre die Frage, wird da nochmal eine Differenzierung zwischen den einzelnen Migrantengruppen getroffen? Das heißt, wird ein Skandinavier mit einem Türken gleichgesetzt oder ist da eine nochmal gewisse Differenzierung? Meine zweite Frage zum Thema Rechtsextremismus bei der Justiz. Gibt es diesbezüglich irgendwelche Studien oder sind überhaupt solche Studien machbar? Es würde viel Sinn machen, auch mal eine Studie über Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden zu machen. Also beispielsweise. Es würde viel Sinn machen, dann daraus auch Konsequenzen zu ziehen, also Fort- und Weiterbildung für Polizisten und Polizistinnen anzubieten. So viel vielleicht zu diesem zweiten Komplex, zu dem ersten Komplex. Ja, es werden zum Teil in Studien, wenn die denn groß genug sind, auch einzelne Gruppierungen nochmal wieder sogenannte Ausländer unterschieden nach dann meistens Nationalität und dabei kommt seit vielen Jahren heraus, dass ganz unten sozusagen stehen Türken, Türkinnen, vor allen Dingen Türken, noch mehr als Türkinnen, wenn man das auch noch wieder geschlechtsspezifisch ausweist, Menschen aus muslimischen Ländern, primär Libanesen, Albaner und so weiter und relativ als sympathisch angesehen werden diejenigen, von denen sie es auch schon vermuten, die Norweger, die Skandinavier, die Amerikaner, die Holländer, die Franzosen und so weiter. Dazwischen sind dann irgendwo die Südeuropäer. Es gibt